haben gerade über Mario Party geredet und wir hoffen, dass da noch ein, oder ist eigentlich ziemlich sicher, dass da noch ein 11. Teil für die Wii U erscheinen wird. Und ja, dann bitte mit dem alten System. Das neue System kann aber gerne als kleines Extra dabei bleiben. Und natürlich ganz wichtig mit Online-Modus. Also, das wäre echt geil. Ich weiß, zu viert auf der Couch macht's am meisten Spaß, aber das spricht ja nicht gegen den Online-Modus. Ja, ich selber glaube auch, mit Online-Modus und halt dem alten Spielsystem würden die Verkaufszahlen von Mario Party-Spielen sowieso weitaus in die Höhe steigen. Naja, traurigerweise sind die ja schon sehr hoch. Gegen das neue System habe ich eigentlich nichts. Das Schlimme ist nur dran, dass die alle das Spielzeug sitzen. Das macht das Brett extrem kurz. Ja. An sich wünsche ich mir zwar auch das alte System wieder. Aber ja, das neue kann gerne bleiben, also. Und der Bowser-Modus, der war auch geil. Ja, die Entwickler, wie hießen die noch gleich? NDCube oder so? Nee. Ja, ja, Hudson war früher, die sind jetzt leider weg. Die machen ja auch das neue Animal Crossing Party Spiel und das wird tatsächlich einen Online-Modus haben. Ja, sehr beeindruckend. In D-Cube soll sterben, die werden sicherlich in L das alles wieder so versauen. Ja. Aber gegen das neue Animal Crossing Spiel für Wii U, das finde ich eigentlich ganz cool. Und sieht putzig gemacht aus und. Und L. Das soll ja angeblich. Nochmal? Das soll ja angeblich free to play sein. Ja, genau, das Spiel wird nach unserem Wissen gratis sein. Also ihr könnt es euch gratis downloaden im eShop. Nur zum Spielen braucht ihr halt, ich glaube, mindestens eine Amiibo. Und ja, finde ich echt geil. Irgendwie sieht das Mario Kart-Schild in diesem Level wie ein Monopoly-Logo aus. Was? Das Mario Kart-Schild hier am Ziel. Das sieht aus wie so ein Monopoly-Logo. Ich muss mal kurz raus, ich joine euch aber gleich wieder. Okay. Daniel geht kurz sterben, aber er wird gleich wieder vom grünen Schirm wieder belegt. Er wird das zeitliche sichern. Ja. Oh, ja. So. Oh, diese Panzer, das riecht mich auf. Jetzt bin ich von 6. auf 9. Was soll denn das? Ja, echt eine Frechheit. Boah, jetzt reicht der Balance. Ja, also das Animal Crossing, das kaufe ich mir. Also, ja, ist ja klar. Wenn ich die Amiibos kaufe, das dann. Bei Amazon kann man ja schon eine Bau bestellen. Ja, wie viele Amiibos sind denn da dabei? Für den Preis würde ich ungefähr 3 schicken. Und halt das Spiel auf Disc kaufen. Ja, dann kaufe ich mir vielleicht das, weil als Disc ist es viel besser. Und jetzt verschwende keinen Speicherplatz. Ist einfach irgendwie ein besseres Gefühl. Ach, mein USB-Stick hat noch 41 GB. Oh. Kannst du dir ja. Das ist ganz. Das reicht dir. Dann kannst du dir ja noch. Dann kannst du dir sogar fast 2x Lego City Undercover runterladen. Denn das hat, glaube ich, 20 GB. Viel zu groß, das würde ich mir kaufen. Aber Wishwaker hat nur 2 GB. Das würde noch drauf passen. Ach ja, das geile Lego City Undercover. Ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil. Also kein Prequel, sondern ja, ein. Lego. Was, Lego? Lego City, The Chase Begins.
Ja, das ist eher das Sequel gewesen. Also die Vorgeschichte. Das ist alles so unheimlich. Ja, ich hab das Spiel nicht und ich habe auch kein Let's Play geschaut, weil jeder sagt, das ist scheiße. Was hattest du heute Nacht? Einen ganz komischen Traum. Kommt irgendwas Rotes drin vor? Nein. Ihr kennt ja alle den Anime-Channel, ne? Da gibt's ja jetzt das neueste Wings of Cartoon und ich habe irgendwie geträumt, dass sämtliche Serien wie Zoe 101 und iCarly da drin sind. Lol, geil. Geil wär's aber. Wenn die irgend so eine Partnerschaft eingehen würden. Dann müssen die den aber umbenennen. Nintendo VOD oder so. Ja, ich meine, Wings hat jetzt auch nichts mit Animes zu tun. Ist aber eine schauenswerte Serie. Ja, ich hab's noch nicht geschaut. Hol die sieben Staffeln mit jeweils 26 Folgen nach. Ich finde irgendwie, es schaut zu mädchenhaft aus. Was du? Zu mädchenhaft ausschauen. Also es Das sagen sie alle auch bei Sailor Moon und trotzdem hat sie große Fanbase. Ja, ich kann's nur... Oh, scheiße. Ich kann's nur... Was kommt noch raus? Wobei, Sailor Moon, das kannst du auslassen, die 200 Folgen, und kannst du Sailor Moon Crystal gucken. Also, ja, sag ich, das fasst die quasi die halbe Serie zusammen und ist besser am Manga und emotionaler. Oh oh. Also sowas wie Kai. Ja. Oder Filme der Ultimate Brotherhood. Das ist eine Zusammenfassung der alten Serie, bloß mit mehr Amerika und mehr Folgen. Okay. Ja. Also Babidi ist der Meister von Bu und Bibidi ist der Vater von Babidi. Also lauter so scheiß Namen halt. So, wir haben in den 200er CCM Modus gewechselt. Alter, wie schnell das ist. Ja, das ist man sich gar nicht mehr gewöhnt. Ich habe auch das passende Outfit das gleich angezogen. Und jetzt geht's hier richtig ab. Ja. Boah, scheiße, ist das schnell. Oh, ja. Wow! Nicht runterfallen. Ja, ich versuch's. Green Chan wird dich nicht auffallen. Ah! Ja, so ist das halt. Boah. Boah. Oh, Michi, wie du an mir vorbeirastest. Kugel Willi, Assi. Das war ich. Oh, scheiße. Der Kugelwilli hat mich voll in den Abgrund gehen. Wow, wow. Boah, genau. Hat mich erschreckt. Genau. So, Brian ist übrigens heute nicht dabei. Das. Okay, da komme ich aber früh drauf. Danke, dass er noch lebt. Ist berechtigt. Ja, also ich kann hiermit bestätigen, dass er noch lebt. Ja, wahrscheinlich wird er gerade künstlich ernährt oder so. Nee, er spielt gerade Counter-Strike. Oh Mensch, das Fett sagt schon, ich muss auch nochmal runter. Was sieht er? Naja, für den 200er CCM-Modus. Welcher fetter Typ hat dich eigentlich runtergeschubbt? Mario. Hey, du bleibst nur... Oh, das war nur ein Lag. Yo! Partystraße. Glaube ich, lache man rennt aus Mario Kart TV hoch. Von hier? Nein. Wahrscheinlich das. Nochmal? Bei Partystraße. Wahrscheinlich das, weil Partystraße ist. Okay, falls das hochlädt, werde ich es natürlich in der Videobeschreibung
verlinken. Oh! Kacke! Was geht hier ab? Was läuft denn hier? Splatoon mit dem neuen Update, das ist so geil, man kann im Team spielen. Wir haben heute den ganzen Nachmittag gezockt. Und ja, ist echt geil. Demnächst in einem Part, da wird's dann auch abgehen, denke ich mal. Der faule Brian, der war leider da auch nicht dabei, zumindest nur am Mittag. Aber naja. Okay, es läuft sehr scheiße für mich. Wie viel bin ich? Vierter? Fünfter? Naja. Die sieht auch gut aus. So, letztes Rennen für heute. Es ist zwar etwas peinlich, aber ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Super vorbereitet. Mal wieder. Ja. Und jetzt noch ein kurzes Thema. Ja. Also die Map, die ist viel zu kurvig. Ja, und die Abkürzung ist leider weg. Ja, neuer Mario Kart 8 DLC wäre doch auch mal wieder was. Wann wollte endlich der nächste DLC kommen? Ich hoffe, da kommt noch einer. Ja, 100 Pro noch was kommt. Ja, vielleicht auch irgendwas mit dem Battle Mode, das wäre auch geil. Drei Katzen, denke ich, und das war's dann. Ja. Die NX, die scheint auch immer näher zu kommen. Square Enix, oder wie die ausgesprochen werden. Square Enix natürlich. Die haben schon so etwas verraten, also die denken darüber nach, das neue Dragon Quest und ein neues Final für die NX zu bringen. Die beiden Spiele wären sicher geil, aber das verrät uns doch schon ein bisschen, was für eine Leistung die NX haben wird, denn das neue Dragon Quest kommt auch für die PS4 heraus. Also wird das, denke ich mal, mindestens genauso stark sein. Wie eine PS4. Aber es ist ja auch ein bisschen ja, Michi. Ja, ein bisschen scheiße, ich bin aus dem Konzept. Bin sprachlos. So, jetzt aber wirklich letztes Rennen und auch eine sehr kurze Map hier. Ja, die NX wird wohl nächstes Jahr vorgestellt und ja, ich habe eigentlich volles Vertrauen zu denen, dass die wieder irgendwas Tolles für uns bereithalten werden, denn eigentlich als Launch-Titel für NX könnte man ja Dragon Ball GT Upstars weitermachen. Nein! Dann würde sich das Ding nullmal verkaufen. Okay, einmal, weil du es gekauft würdest. Verkaufen. Nee, das braucht schon einen ordentlichen Launch-Titel. Und mal schauen, was für Gameplay und was für ein Controller das haben wird. Denn was okay. Ein definitiv braucht, ist ein Blu-ray-Laufwerk. Naja. Weil. Das ist nämlich auch eine Sache, warum sich die PS4 viel verkauft. Ja, weil sie multifunktional einsetzbar ist. Stimmt. Und der Regierungsdokument. Ja, Leute, schreibt eure Meinung zur NX in die Kommentare rein. Und über jedes andere Thema, über das wir geredet haben, checkt mal die Video... -9 Punkte. Videobeschreibung aus.
Und ich denke mal, das war's jetzt erstmal für Mario Kart